Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir sind gerade dabei und kalken auf Feld Nummer 38. Nebenbei bringen wir unsere Maschine in Ordnung. Wir werden die entsprechend reparieren. Wenn der Regen es schafft, brauchen wir nicht waschen. Aber die beiden sind schon gewaschen. Also nicht so tragisch. Also das ist der, wo der Scheibenwischer wegfliegt. Aber das soll nicht weiter stören. Ich muss sehen, wo das am besten hinstellt, der Steinweg. Wo es keinen stört. Glaube ich an der Hauswand. In der Halle fahre ich sowieso nicht rein. So, schön dicht ran. Bitter geht nicht. Absetzen. Aber das geht nicht ganz ran mit den. Den werden wir wieder entsprechend zur Halle fahren. Zum roten. Ups. Ja, steckt ein Verkehr fest, ne? Wer hat er wieder hingestellt? Was für ein Schlingel. Aber ich staune, dass er nicht mehr Haufen fährt. Schauen wir gleich. Jo, macht er voll. Mal gleich gucken, ob wir da eigentlich haben mit Cosplay. Und zwar wird beladen. Oberfahrer entlassen. Den ersten. War da alle? War da leer? Ah, das andere war Raps. Sondern war nur eine Fuhre. Gut, okay. Aber Raps ist ein bisschen wenig. Was bringt man die Raps Richtung Season? Halt. Weil ich will nicht unbedingt was verkaufen, was wir nicht näher bereuen. Gott, das wäre aber recht. Regen bis morgen. Ziemlich lange. Raps. Raps ist aktuell. Wird sie noch steigen. Nächsten Morgen wird es steigen, dann lasse ich immer stehen. Und den werde ich erstmal verkaufen lassen. Ist ja egal. Das ist ja wurscht. Und weg ist weg. Gut. Der war fertig. Dann können wir das Verkauf Raps morgen starten im Spiel. Ist ja kein Problem. Da entsprechend das umzustellen. Raps. Da haben wir es bei 13% mit dem Kalk. Und gut, so passt einigermaßen, sagen wir so. Jetzt werden wir uns ein schönes Plätzchen suchen. Machen wir Deckel zu.
Ah, und X, ne? ja, der war der erste. Ups. Wüste. Mach den Bruder aus. Naja. Schon Art mitgenommen aus. Den wollen wir umbauen. Gut, dass wir nicht am letzten Tag ernten müssen. Da regnet es. Da haben wir richtig Schwein gehabt. Anführungszeichen. Ne, kaum gestanden, schon wieder kaputt. 0,3%. Gar nicht gemacht. Schneidwerk. Ja. Dann wurde nicht repariert. Ich glaube, der andere ist gleich leer. Er ist da bei 7%, 2009. Abfangkurs berechnen. Schätzen mal ab, wo er hinkommt. Ach, jetzt fängt er an mit den hoch und runter. Naja. Das dauert ein bisschen länger. Etwas. Dann können wir morgen, beziehungsweise gleich, wenn der Kalk fertig ist, 18.000 Einnahmen gehabt, siehst du. Da hat ja die Ernte heute Einnahmen Ernte 652.000 für. Na, sag schon. Sonnenblumen. Zahlen wir zurück. Das ist eh sehr, sehr stark verschuldet. Verkaufen wir morgen Raps. Dann kommen wir ein bisschen Geld. Und dann mal sehen. Gehen wir bis 2 Millionen runter. Gut, nicht ganz. Steht gleich im Weg. Ist auch nicht leer. Achso. Das ist Kalk und kein Schnee, ne? Soll nicht wundern. Ob der jetzt durch die Plane geht, wäre ja perfekt. Nein, macht er nicht. Ey, Fuzzi, aufmachen, Deckel! Aber da geht wirklich schneller voll machen, ne?
So. Da passt gerade vorbei. Mein Last, den wir zumachen kann. Stift. Wenn wir mal gucken, ob wir das machen wollen. Den nächsten reparieren. Zwar nicht viel, aber ein bisschen schon. Zurück. So, auch den werden wir abstellen. Tanken, ja, tanken wir den auch. Wenn wir anderen beiden auch machen können. Stellen wir hier so hin. Der Platz ist ideal dafür. Entschuldigung. Bisschen Kehl anfeuchten. Ja, meine schönen Bäume. Ein bisschen Schal drum. Na gut. Ist halt so, ne? Im Grunde hätten wir nicht gepflanzt. Also den werden wir mal ausmachen. Unser Tank noch leer. Wenn wir den Kollegen entlassen und zumachen. Im Winter wäre dann Nee drinne. Reparieren müssen wir nicht auch normalerweise, aber zur Zeit. Mal sehen, nachher vielleicht. Bei der LKW nicht ganz so tragisch. So. Das ist der Originaldrescher. Das erkennt man daran, dass der Scheibenwischer nicht in die Luft fliegt, ne? Ja, der muss auch repariert werden. Schneidwerk. So. Nächsten Fahrzeuge vorbereiten für die Aussaat. Ich denke mal, wir werden noch im Herbst aussehen. Zum Morgen auf jeden Fall. Also müssen wir mal die. Einer war ganz hinten noch. Dann können wir gleich mal schauen, was wir da ausgesät haben. Aktuell nur Gras. Aktuell nur Gras, also vier Felder Gras. Ja, da knallen wir hier Raps drauf. Und dann machst du so weiß.
Das sind ja 14 Hektar, wollen wir meinen. Düngen. Ich überleg, ob wir düngen können. Oder ob wir morgen düngen. Düngerstreuer haben wir noch am Hof, am Händler zu stehen. Aber ich weiß nicht genau, ob das auch entsprechend wirkt jetzt. Es geht. Auch füllt. 60 müsste es eigentlich fast gehen. Die Kurven verleiten zum schnellen Fahren. Vor allem mit den schweren Anhänger. Unsere Sämaschine. Müssen wir sehen, dass wir jetzt immer entsprechend Dünger aufgetankt bekommen, dass wir diese Big Bags da kriegen. Ruckelt ein bisschen. Folge Nummer 5. Montag. Ich wünsche allen einen schönen Montag. So. Wir holen mal Dünger. Sonst hätten wir es hier am Dings gemacht, am Silo, aber ich bin der Meinung, wir haben Dünger. Die Dinge hier wegbekommen. Nicht alles Dünger. Ich gebe nur einen Weg. Big Bag wackelt ein bisschen. Weg bist du. Wie gesagt, wenn wir heute aussehen, kann ja beginnen nachher, aber der Kartrack muss fertig sein. Sonst ist das alles sinnlos. Weil die fahren sich meist über den Haufen. Aber vorbereiten wir auf jeden Fall. Das heißt, es ist gleich voll. Machen wir einen Sack gut rein. Jetzt ziehen wir gleich reparieren, wenn wir oben sind. Mal die Ehrenrunde fahren. Ups, fahren die um. Dürfte es auch hinkommen. Gewicht haben wir keins. So. Ist nicht drinne. Ja, ein bisschen nach links. Oh, so liebe Zuschauer, das wäre es für die heutige Folge. Ich sag mal Tschüss und Winke. Ich danke fürs Reinschauen. Jo. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Morgen geht mit jedenfalls mit Aussaat los. Tschüss. Bis dann. Ciao.